Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Heute natürlich wieder mit einer super leckeren Bento-Box. Und zwar möchte ich euch diesmal eine richtig leckere vegane Bento-Box zeigen. Und was euch da so erwartet, ganz einfach. Ich habe super, super leckere Summer Rolls gemacht. Ich esse die furchtbar gerne. Ich habe dazu Sojaschnitzel oder so Sojastreifen verwendet. Ich finde, die passen sehr gut da rein. Und mein Mann hat sie gegessen und dachte die ganze Zeit, er ist Huhn. Also es fällt auch wirklich nicht auf, dass es vegan ist. Er hat mir das auch abgekauft. Er hat ja gefragt, was so drin ist. Und ich sage, Huhn. Weil wenn ich ihm nämlich gesagt hätte, was wirklich drin ist, dann, was schmeckt nicht. Kennt ihr, das ist das bei euren Männern vielleicht auch so. Also wenn ich es nicht sagen würde, dann würde er gar nicht merken, dass das Ganze vegan ist. Dann mache ich einen super leckeren Brokkolisalat. Den gibt es bei uns zum Beispiel auch jedes Jahr, wenn wir grillen. Ist einfach super lecker. Viele kennen das gar nicht, dass man Brokkoli auch roh zubereiten kann. Solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Sehr, sehr lecker. Und durch die Birne, die ich damit drin habe, auch so super süß und saftig. Also ein richtig toller Salat. Probiert ihn auf jeden Fall aus. Dann habe ich mir gedacht, möchte ich wieder was Gesundes zum Snacken dabei haben. Also habe ich mir einen Kichererbsen-Snack gemacht mit Currygeschmack. Auch sehr, sehr lecker. Den mache ich mir öfters mal, auch nur mit Paprika oder ganz verschieden, auch manchmal so mit Koriander, dass es so verschiedene Aromen annimmt. Da könnt ihr wirklich variieren, je nachdem, was ihr mögt. Dann habe ich mir noch einen ganz einfachen Obstsnack einfallen lassen und zwar einfach richtig leckere Äpfel, wie ich die zubereitet habe. Zeige ich euch natürlich auch. Und ganz zum Schluss noch was ich auch sehr gerne zwischendurch mal snacke, sind richtig leckere Bliss Balls. Wie ich die zubereitet habe, seht ihr auch im Video. Und dann zeige ich euch noch, wie schnell und einfach ihr eine super leckere Smoothie Bowl zaubern könnt. Und jetzt will ich nicht länger schnacken. Schaut es euch an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit. Ciao! Als erstes kümmern wir uns um die Summer Rolls. Und dafür nehme ich jetzt diese Sojastreifen und brate mir die im dunklen oder beziehungsweise gerösteten Sesamöl an. Und wenn das Ganze gut Farbe genommen hat, dann lösche ich das einmal mit Sojasauce ab. Hier seht ihr jetzt alle Zutaten nochmal im Überblick, aber wie immer seht ihr das Ganze natürlich auch unten verlinkt in der Infobox. Hier seht ihr jetzt die einfache Zubereitung. Ich nehme mir einfach das Reispapier und lege mir das Ganze in wirklich gut lauwarm oder handwarmen Wasser. Also es könnte schon so 37 Grad haben und lasse das so lange eingeweicht. Ja, man merkt es einfach, es wird dann weicher. Dann nehme ich mir einfach meine hellen und dunklen Sesamsamen und dann belege ich mir das Ganze mit allem, was ich da habe. Ihr könntet da wirklich reinlegen, was ihr möchtet, was ihr mögt. Da sind eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die sind super, super lecker. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Dann mache ich mir die leckere Dipsoße. Dafür habe ich einmal ein bisschen Ingwer, Knoblauch und Chili genommen. Das verrühre ich einmal kurz. Dann gebe ich auch schon mein Sesamöl dazu. Ich liebe den Geschmack von geröstetem Sesamöl. Ihr müsst es unbedingt probieren. Und dann fülle ich das Ganze einfach noch ein bisschen mit Sojasauce auf. Und das schmeckt einfach super lecker. Ich lasse das Ganze dann auch immer ordentlich durchziehen. Die Sojasauce dann diesen leckeren Geschmack annimmt. Also das entfaltet so richtig einen tollen Geschmack. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Dann kümmere ich mich um das Dressing für den Brokkolisalat. Dafür nehme ich einfach einen Esslöffel Öl, einen Esslöffel Essig und würze das Ganze nach Belieben mit Salz, Pfeffer, etwas Gemüsebrühe, Senf und Agavendicksaft. Das Ganze wird dann ordentlich verrührt und einmal zu den klein geschnittenen Zutaten für den Salat gegeben. Das ist einmal roher Brokkoli, eine rote Paprika und eine halbe Birne. Und das ist wirklich super lecker. Das Ganze wird gut verrührt und ist auch schon fertig. Dann kümmern wir uns jetzt um den Kichererbsen-Snack. Dafür nehme ich einfach die Kichererbsen, schütte mir die in ein Sieb und spüle die richtig ordentlich ab, bis der Schaum verschwunden ist, der sich da oben drauf bildet. Und dann gebe ich das Ganze auf einen Küchenkrepp und trockne das wirklich gut ab. Denn die Kichererbsen, die müssen wirklich super trocken sein. Also seid da ruhig ein bisschen pingelig, nehmt euch da Zeit, die müssen wirklich gut trocknen.
Für das Dressing gebe ich mir einfach einen Esslöffel Öl in eine Schüssel. Dazu kommt eine kleine Portion Salz, etwas Paprikapulver und eine große Portion Currypulver. Das Ganze wird einfach miteinander verrührt und dann gebe ich auch schon die Kichererbsen dazu und verrühre das Ganze richtig ordentlich, bis alle Kichererbsen mit dem Curryöl bedeckt sind. Dann kann ich das Ganze nämlich auch schon auf ein Backblech geben. Mein Ofen ist vorgeheizt auf 200 Grad und da wandert das Ganze für 30 Minuten in den Ofen. Jetzt kümmern wir uns um die Äpfel. Und zwar habe ich da einen Apfel genommen, mir ein paar Mandeln klein gehackt und gebe ordentlich Zimt dazu. Das Ganze wird einfach ordentlich untergehoben und ist dann auch schon fertig und sehr schmackhaft. Ihr braucht überhaupt keinen Zucker, die Äpfel sind süß genug. Ich habe hier einen süßen Apfel verwendet, passt einfach perfekt. Und nun meine leckeren Bliss Balls. Hier einmal die Zutaten im Überblick. Ich gebe als erstes die Datteln in den Mixtopf, dann die Mandeln, die Kakaonips, die Chiasamen, den Backkakao sowie das Vanilleextrakt und etwas Mandelmus. Und dann wird das Ganze einfach, nachdem es fertig gemixt ist, zu kleinen Kugeln gerollt und ich wälze das Ganze noch in Kokosraspeln, weil ich den Geschmack einfach sehr, sehr lecker finde. Und jetzt kommt die leckere Smoothie Bowl. Dafür nehme ich einfach zwei gefrorene Bananen, etwas Chiasamen, Kakaopulver, Erdnussmus und etwas leckere Mandelmilch und das Ganze wird ordentlich püriert. Ich dekoriere das Ganze dann noch mit Soja Crispies, gepoppten Amaranth und Kokosflakes. Und fertig ist die Box. Ich hoffe sehr, dass euch das Video wieder gefallen hat, dass für den ein oder anderen leckere Rezepte dabei sind. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn ich euch die vegetarische Box zeige. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!